Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu Yoshi's Woolly World. Beim letzten Mal haben wir ein ganzes Level geschafft und zwar 1,5. Wir sind richtig gut, aber Leute, das kann nur besser werden und zwar mit Welt 1,6. Shy Guys mit Sprengwolle, auf geht das. Ohne Trickanstecker spielen wir mal wieder. Wir brauchen diese Diamanten noch gar nicht, ja. Außerdem werden uns diese Diamanten noch sowieso hinterhergeschmissen. Diese 1000 Diamanten, die ich da ausgeben würde, die würde ich hier wieder locker reinbekommen. Ich sag's euch. Aber mehr als locker. So, ja, Yoshi ist der Name, ich weiß. Bomben. Oh. Okay. Die werden jetzt schon ein bisschen aggressiver, die Dinger. Läuft bei euch. Was? Ich habe nicht nach der Bombe gegriffen, sondern nach dem Shy Guy, aber okay. Cool. Guck mal da, da ist ein Schild dran. Ha. Ha. So, ich kann mir vorstellen, dass ich die Bombe dahin schmeißen muss. Und ich hoffe, das klappt auch. Natürlich klappt das nicht. Klar, ne? Okay. Ich probiere mal was aus. Ich kann sie einfangen, alles klar. Das wollte ich nur wissen. Dankeschön. Meine Herren. Was hat der da? Ich habe auch keine Ahnung, was der da am Start hat. Oh, ein Secret. Herzen, oh mein Gott, dankeschön. Oh, ein Treffer und wir wären down gewesen. So, komm, die müssen jetzt abfangen. Und... Bang! Ha! Da guckst du, wa? Du Arsch! Hä? Ja, ne? Ich kann sie leider nicht zu einem Ei formen, aber wir kriegen wir schon hin. Lol. Okay. In dieses Level haben sie anscheinend eine ziemlich krasse Anzahl an Gegner reingepackt. Läuft bei euch. Ja, krasse Scheiße auf jeden Fall. Oh oh. Werf doch! Willst du mich verarschen? Was macht der da? Scheiß drauf. Scheiß auf den Shy Guy, Mann. Ich wollte noch friedlich sein, aber. Pff. Wenn der nicht will. Freundlich auch nicht mit dem Wichser. Wow, das sah cool aus. Blum. Sollte vielleicht mal ein bisschen mehr Wolle farmen. Die letzten Level waren alle darauf getrimmt, Wolle zu sammeln und damit ein bisschen Action zu machen. Aber, wie wir jetzt sehen, meine lieben Freunde und Kinderchens, ist daraus mehr geworden, als wir uns hier hätten erträumen können. Und Leute, ich habe ja meine Technik gefunden, dass ich... quasi unendlich lang schweben kann und ja, ne? Da sieht man mal, dass ich es richtig gut drauf habe hier. Auf jeden Fall. Herz! Komm zu mir. Dankeschön. Danke. Was ist das? Oh. Bomben! War vielleicht ein Fehler, erst die Bomben zu zerstören, weil ich kann mir vorstellen, dass da oben was ist, aber... Naja, ist auch egal. Who the hell cares? Oh. Dann mal weg hier. Und die zweite Sonne. Die Wolle fehlt mir jetzt gerade so ein bisschen, ne? Wir haben gerade nur eine Wolle am Start. Das finde ich ein bisschen wenig, ne? Ich hoffe mal, das wird noch. Ich hoffe mal, das wird noch. Hm. Oh, da oben könnte auch was sein. Schaut mal, dieses... Komm her! Danke, Giselgerd. Danke. Ciao. Okay. Das kann man anscheinend nicht mit einer Stampfattacke zerstören, sondern nur mit einer Bombe. Und da ist eine Bombe. Cool. Hüpp. Dankeschön.
Yay, zweites Wollteil. Und wie kommen wir wieder hier hoch? Ah, da kommen wir wieder hoch, alles klar. Das ist der Weg nach oben, meine Freunde. Und das wird auch direkt genutzt, ja. Vorher schauen, ob hier nicht doch irgendwas ist. Nope, da ist nichts, alles klar. Ich würde ungern, keine Bombe mitnehmen, deswegen... Fick dich doch. Ach. Frage ist, was ist hier noch? Scheint nichts. Nichts, alles klar. Gut, dann rein ins Bonuslevel. Es sei denn, hier ist wirklich nichts mehr. Oh, ich hab Angst, Mann. Ich hab locker wieder irgendwas vergessen. Egal, rein. Und, was haben wir diesmal? Riesen-Yoshi! Mega-Yoshi! Ihn hält nichts auf! Drücke B, um mit dem Schweif zuzuschlagen. Ja, geil, mit dem Schweif. Geil. Ja, geil. Ja, yeah, richtig cool. Richtig cool finde ich das gerade hier. Stoppattacke! Und der dritte Wollgedöns. Schön. Sehr schön. Wieder ein bisschen mehr Zeit. Sehr schön. Ist auch gerade sehr easy, muss ich sagen. Also nicht so schwer. Von daher alles cool. So, jetzt halt nur ein bisschen mehr Hinne machen, ne? Wir haben nicht mehr viel Zeit, wir müssen das Level beenden. Eins! Oh, war das knapp. Das war arschknapp. Pfui! Krass, heftiger Auto. 16 Leben müsste ich haben, oder? Ne, 17 habe ich, okay. Boah, immer diese lila Shy Guys, die sind immer so plötzlich am Rumspringen. Läuft bei euch. Mal schauen, ob hier irgendwo irgendwas ist. Ja, es war klar, dass sich da oben eine Wolke befindet. Das war obvious. Es war fast schon... Es war gar zu riechen. Kann ich euch aber sagen, Freunde. Ja. Ich würde sagen, ich gönne mir die Bombe von denen. Nutze sie mal hierfür. Man kann ja nie wissen, was sich da verbirgt, ja. Die Bomben gibt es ja natürlich nicht zum Spaß, ne? Oder? Ach komm, scheiß drauf. Ich nehme natürlich eine Bombe mit, klar, aber... Wow. Ich weiß genau, was hier ist. Eine Röhre. Wisst ihr, wohin es die Röhre führt? Bestimmt zu der Sonnenblume. Ich kann es mir so vorstellen. Schaut mal. Tja, Röhre. Und was ist da unten? Oh! Okay. Die Frage ist, was bringt mir das hier alles? Okay, diese Megabomben können wir nicht nehmen. Dafür aber ist ein bisschen Action möglich. Und ja, natürlich bin ich jetzt getroffen. Fick dich doch. Aber es war klar, dass hier noch eine Sonne drin ist. Das war fast schon klar. Ich wusste es. Nur wird halt jetzt mit dem Leben ein bisschen knapper, ne? Ich glaube, 100% mit Leben wird hier in diesem Versuch schwer. Wenn das noch was wird, dann bin ich froh. Aber ich glaube nicht. Mm-mm. Nee. Ciao. Komm her, du Arsch! Ach, ich wollte schon sagen... Nein. Ach, scheiße. Ach, komm. Nee, ich bring mich um. Nee, hat keinen Sinn. Töte mich. Hat keinen Sinn. Ich hätte vorher zu dieser Treppe gehen sollen. Natürlich hat das nicht geklappt. Nö, hat keinen Sinn. Hat keinen Sinn. So fangen wir gar nicht an. Nee,
Ist mir jetzt egal, dass ich alles neu machen muss. Das ist mir scheißegal. Es geht mir darum. Fakt, ich habe etwas verpasst. Und da ich bis jetzt alles eingesammelt habe, ist es mir scheißegal, ob ich jetzt sterbe oder nicht. Ich möchte schön alles im ersten Versuch schnappen. Da ist mir der Tod scheißegal. Und ja. Ach komm, fick dich doch. So, komm. Nochmal da runter. So, wow. Warum ich jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen habe, also beziehungsweise Shy Guy besiegt plus Wand zerstört, keine Ahnung. Aber wir finden das schon noch irgendwie raus. Mhm. So. Wobei wir jetzt bei der Stelle wären, an der wir hier uns was gönnen können. Und das war schon fast klar, ne? Das war klar. Ja, und dass da ein Stempel drin war fast genauso klar, weil, ne? Darf man nicht verpassen. So, ich gönne mir erstmal richtig viele Wollgarne. So. Nummer 1. Gut, das hätten wir schon mal. Aber... hier muss noch irgendwas sein. Ich meine, wo sind die Herzen? Hm. Ja gut. Ich denke mal, dass da nichts ist bei diesen Shy Guys. Komm, lass uns hochgehen. Würdest du bitte hochspringen, Yoshi? Dankeschön. Okay, da könnten wir natürlich hingehen, aber... gucken erstmal, was da oben ist. Oh, zum Glück spawnt da noch ein Shy Guy. Ciao. Dann lass mal knacken. Was ist da? Herzen. Geil. Ah! Hör auf! Gut. So, dass ich den dafür brauche, ist fast klar. Sehr schön. Kann ihr bitte mal eine Bombe wieder spawnen? Dann nicht. Lol. Ha! So ein scheiß Gegner. Warte mal. Okay, so kann man sie nicht besiegen. Sie sind nur besiegbar, wenn man sie ein bisschen fickt. Da oben ist noch ein Geheimnis. Oh, das ist ein Geheimnis. Cool. Da würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir da hochkommen. Die Frage ist nur, wie. Von hier aus sieht schwer aus. Andererseits, YOLO. Okay. Fuck, es wird jetzt immer knapper mit dem Platz, ne? Stimmt, das kann ich ja gar nicht mitschleppen. Scheiße, stimmt. Ah! Moment mal. Schade. Ich dachte, wenn ich die Bombe jetzt darauf werfe, dass dann... schade. Ich habe noch ein bisschen wieder zu viel gedenkt. Tut mir leid. Fakt ist aber... ich möchte die Bombe gerne da hochwerfen. Ah, und das geht sogar. Weil Yoshi nach oben gucken kann. Okay. Sehr schön. Aber wir machen uns... Wir kämpfen uns Stück für Stück nach oben. Kein Problem. Was haben wir da? Ganz viele Diamanten. Ja, schön. Sehr schön, Yoshi. So. Wobei wir jetzt dabei wären... die Sprungplattform runter zu bekommen, sehr gut, sehr gut. Was geht da oben ab? Da oben ist noch eine Sonne. Wie komme ich denn da hin?
Nächste Frage des Tages. Wie komme ich jetzt da hoch? Kein Pfeiler. Eventuell haben die Scheigeister oben noch eine Sprungplattform. Nö. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Sehr schön. Okay, okay. Trick 17. Nein. Warte mal, warte mal. So, jetzt. Richtig. So macht man das hier. Als Künstler und Experte hier. Ne? Auf jeden Fall. So. Sehr schön, hätten wir. Ich bin einfach mal so dreist und sage, wir haben alles, was man da haben muss. Von daher, alles cool. Oder ist da oben noch was? Ah, stimmt. 3 Diamanten. Könnte sich auch durchaus ein Stempel drin verstecken. Ist aber nicht so. Okay. Gut, damit hätten wir jetzt langsam alles hier soweit, dass ich sagen will, wir können weitergehen. Aber nein, mir fehlt was. Ach scheiße, ich kann... Ja, schön, kann ich schon wieder ins Level gehen. Geil, sehr schön. Oh, macht das Spaß. Geil, ey. Woo! Dreckscheiße, ey. 18 Minuten nach der Show reicht anscheinend nicht, wa? Geil. Egal, Bonusspiel. Meine Fresse. 3 Sachen fehlen uns. 3 Scheißsachen. Wie kann das sein? Und dass der Stempel fehlt, ist noch am undankbarsten. Weißt du? Das ist total kacke. Gut, und das ist mir sowieso egal, weil... Ja. Ist mir einfach Latze hier. Ist mir Wayne. Ob ich jetzt 1000 Punkte oder 1250 habe, ist mir so egal. Meine Fresse. Was kann ich denn noch verpasst haben? Was habe ich denn verpasst? Ich habe doch alles nachgeschaut hier. Ich habe alles nachgeschaut. Meine Fresse. Neuer Trickanstecker. Ja, schön. Ist mir egal. Scheiger Yoshi. Cool. Krass. Okay, Leute. Ich würde sagen... Gehe nochmal ins Level und zeige euch die Position vom vierten, von der vierten Sonnenblume und ja. Was soll ich sonst noch machen? Bezüglich der Stempel. Wie gesagt, guckt nochmal in jedem scheiß Level nach oder in jeder scheiß Stelle guckt ihr nach, ob da irgendwas ist. Stampfattacken sind stärker. Oh, cool. Aha. Dieses Sortiment an Trickansteckern erhöht sich auch. Okay, das ist cool. Das heißt, man kann sich da auch irgendwann wahrscheinlich eine Unbesiegbarkeit erkaufen oder so. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen jedenfalls. Naja. Ich zeige euch die vierte Position der scheiß Sonnenblume und wir sehen uns dann. Bis gleich. Leute, ich glaube, ich habe die erste Position vom guten vom ersten Sonnenblumen-Dings gefunden. Und zwar von... Ja, genau hier. Das muss hier sein. Oder? Ja, war klar. Okay, Leute, dann habe ich jetzt alles. Weil Sonnenblume hat mir gefehlt und der letzte Stempel. Wir müssen jetzt eigentlich alles haben. Heißt, ja. Ich darf jetzt bloß nicht mehr auf die Fresse bekommen, dann können wir schon ins Levelende gehen. Ist geil. Sehr gut. Bomben muss ich mir aber trotzdem noch holen. Und zack. Los, jetzt hol die Bombe raus, du Arsch. Idiot. Dann holst du halt keine Bombe raus. Oh. Oh Gott. So. Gut. Habe ich nur diese eine Stelle übersehen mit dem Holz. Es ist, wenn du einmal was übersiehst, kannst du einfach schon alles vergessen haben. Oder kannst du dir sicher sein, du kannst direkt nochmal ins Level gehen. Oh Mann, ey. So, wenn das keine 100% sind, dann weiß ich aber auch nicht. Ich meine, ich habe alle Leben. Alle Sonnenblumen habe ich und alle Stempel. Hm.
Und Stempel? Sag mir, ich habe 20. Sag mir nicht, ich habe 19. Oh Gott, Alter. Okay, korrekt. Woo! Sehr schön. War auch mal wieder so ein etwas knackigeres Level mit neuen Elementen drin. Diese springenden Shy Guys, Bomben-Shy Guys. Hatte was. War knackig. Ja, ja. Und, ja. Der Part hat mal wieder gereicht, Leute. Ich würde sagen... ich bin jetzt im Part. Und beim nächsten Mal gucken wir uns 1.7 an. Wieder mit dem normalen Yoshi. Also, seid wieder mit dabei. Wir gucken uns das auf jeden Fall an. Haut rein, ciao.